Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin Danny und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Freitag und das Besondere am Freitag ist, dass ich euch ein Thema vorschlage und ihr mir quasi auf Instagram dazu eure Geschichte erzählt. Und das Thema heute ist Horror-Schulzeit. Ich war wirklich überrascht und auch ein bisschen berührt, wie viele Geschichten ich diesmal bekommen habe, denn viele von euch da draußen haben eine wirklich beschissene Schulzeit erlebt oder halt einzelne Phasen gehabt, die echt kacke waren. An dieser Stelle erstmal vielen herzlichen Dank für euer Vertrauen, dass ihr mir so viele Geschichten geschickt habt und leider kann ich natürlich nicht alle in mein Video mit einbauen, aber ich hoffe, dass ich die eine oder andere Geschichte gut abarbeiten konnte. Doch bevor wir mit dem Video beginnen, würde ich ganz gerne mein nächstes Thema vorstellen. Mein nächstes Thema ist Misstrauen. Da könnt ihr mir von Situationen berichten, in der ihr euch aktuell befindet, wo ihr vielleicht jemanden misstraut oder mir Geschichten erzählen, die schon euch passiert sind, wo sich vielleicht euer Gefühl bewahrheitet hat oder es sich Tatsache nicht bewahrheitet hat. Eure Geschichte könnt ihr mir gerne per Instagram schicken, Danny Pelletier, oder direkt per E-Mail danny2go@outdoor.de. So, ich würde jetzt sagen, wir starten mit dem Video und los. Die Schulzeit ist eine Zeit, die sehr, sehr wichtig ist und es kommt sehr oft vor, dass es dort Situationen gibt, die sehr, sehr unangenehm sind. Auch ich hatte mal in meiner Schullaufbahn eine Situation, die mir persönlich so, so peinlich war. Ich war früher in der Koch-AG und war damals etwas dicker und mein Kochlehrer hatte als Aufgabe gegeben, dass wir feuerfeste Anziehsachen anhatten, also es waren dann Kochkittel und solche Sachen. Und ich hatte damals auch einen Kochkittel angehabt und der Kochlehrer hat quasi vor der gesamten Klasse hinten in meinen Kittel reingeschaut und erstmal vorgelesen, dass es eine XL war. Er hat sich darüber quasi vor allen anderen lustig gemacht, dass ich ja als junger Schüler eine XL tragen würde und die gesamte Klasse hat über mich gelacht. Ich sag euch ganz ehrlich, das war damals für mich eine sehr, sehr doofe Situation und hat auch dazu geführt, dass ich das ein oder andere Mal den Unterricht geschwänzt habe. Dass man Unterricht nicht schwänzt, brauche ich euch nicht sagen, das tut man nicht. Aber mich hat es damals auch wirklich sehr verletzt und keine Ahnung, für mich hat sich das irgendwie so unangenehm angefühlt, dass ich mich dann wirklich nicht mehr getraut habe, zu der Koch-AG zu gehen. Das würde auch erklären, warum ich aktuell nicht so gut kochen kann. Auf jeden Fall war das so meine schlimmste Geschichte, die ich in der Schule erlebt habe. Doch im Vergleich zu euren Geschichten, die ihr mir geschickt habt, war das Tatsache gar nichts. Fangen wir mit der ersten Geschichte an. Laura hat mir geschrieben, dass mein Lehrer vor der gesamten Klasse ihren Ranzen ausgeräumt hat. Das ist eine Situation, die stelle ich mir wirklich sehr unangenehm vor, weil natürlich auch ein junges Mädchen in einem Schulranzen vielleicht Dinge drin hat, die man einfach braucht in dem Alter. Sei es Binden, sei es OBs oder sei es einfach Dinge, die den Lehrern überhaupt nichts angeht. Laura hat mir dieses geschrieben und ich kann mir richtig vorstellen, Laura, dass es für dich damals sehr, sehr unangenehm war. Und ich hoffe, 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 dass du im Anschluss mit deiner Mutter oder mit deinem Vater darüber geredet hast und damit den Lehrer einfach zu zeigen, dass das so nicht geht. Es ist völlig daneben, weil es ist ein Eingriff in deine Privatsphäre. Und wenn es dazu keinen triftigen Grund gab und den wird es nicht gegeben haben, hat man einfach nicht als Pädagoge in die Privatsphäre der Schülerin einzugreifen und das vor allem nicht vor der gesamten Klasse. Es ist einfach unangenehm und ich kann mir vorstellen, dass es für dich damals sehr, sehr peinlich war. Ich sage dir ganz ehrlich, Kopf hoch und ich freue mich, dass du das überstanden hast und vielleicht konntest du das ja auch ein bisschen mit Humor umgehen, aber klar, grundsätzlich ist das einfach eine Scheißsituation, in der du dich befunden hast und Hut ab, was du da erlebt hast. Die Mandy schreibt mir, dass sie früher von ihrem Sportlehrer vor der gesamten Klasse als dick bezeichnet wurde. Mandy, das ist ja so ein bisschen wie die Geschichte bei mir und ich kann das total verstehen, dass es einfach total unfair ist und dass es einfach, ja, was soll ich dazu sagen? Es ist eine ganz große Schweinerei, sowas vor der Klasse zu einer Schülerin zu sagen, zu einem jungen Mädchen, welches sich selbst ja noch findet, welches sich ja noch entwickelt. Es gibt so einen Dämpfer und es gibt so ein unangenehmes Gefühl, dass ich mir das so richtig vorstellen kann, dass es dir erstmal sehr, sehr schwer gefallen ist, denn in die Schule zu gehen. Natürlich sollte so eine Situation niemals dazu führen, dass du die anfängst, die Schule zu schwänzen oder gar nicht mehr hingehst. In so einer Situation kannst du einfach nur mit deiner Klassenlehrerin, mit deiner Mutter, mit der Elternsprecherin sprechen und ganz klar sagen, dieser Lehrer hat mich öffentlich bloßgestellt. Du kannst natürlich auch den Weg zum Lehrer suchen, doch erfahrungsgemäß verstehen die Lehrer nicht unbedingt, was sie falsch gemacht haben. Beziehungsweise fühlen sich die Lehrer dann immer in ihrer Autorität angegriffen und werden alles erstmal beschwichtigen. Wenn du da draußen in so einer Situation bist, dass sich dein Lehrer über dich vor allen anderen lustig macht, kann ich dir nur den Tipp geben, such dir einen Verbündeten, vor allen Dingen auch ein Zeugen, der das gehört hat und wenn der Lehrer das für der gesamten Klasse gesagt hat, dann wirst du ja eine Menge Zeugen haben und bring diesen Fall wirklich zu deinen Eltern und zu deiner Klassenlehrerin, denn man muss einfach die anderen Schülern vor so einer Willkür schützen. Die Claudia hat es damals richtig hart erwischt. Sie hat mir geschrieben, dass sie früher Rufmord zum Opfer gefallen ist, das heißt also, es wurde über sie schlecht geredet und sie wurde sogar mit Essen beworfen. Liebe Claudia, wow, was du da erlebt hast, ist ja ein Mobbing, was ja nicht über einen kurzen Zeitraum stattgefunden hat, sondern es hat ja über einen längeren Zeitraum stattgefunden. Und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich dich sehr geprägt hat. Es tut mir wirklich immer wieder leid, wenn ich von jungen Menschen sowas höre oder lese, was ihnen damals in der Schule widerfahren ist. Und wenn du da draußen in so einer Situation bist wie Claudia, dass es
dir in der Schule schwerfällt, über Dinge zu sprechen, dann musst du dir ganz klar sagen, dass du nicht im Unrecht bist und dass du nicht ein schlechter Mensch bist, weil dir sowas widerfährt. Du musst dir Hilfe suchen, damit das aufhört. Man kann jetzt natürlich über die Psychologie von Menschen sprechen, die dir sowas antun, doch ich glaube, oftmals bringt das nicht viel. Die Aufgabe ist es hier, einfach darauf zu achten, dass es dir gut geht, denn du bist ja kein schlechter Mensch und kein Mensch verdient es, gemobbt zu werden. Das heißt also, wenn du gemobbt wirst, und das ist hier immer wieder dasselbe Thema, ne, das bekommt ihr mit, wenn du da draußen gemobbt wirst und eine Situation erfährst, die dich verletzt, die sich nicht gut anfühlt, musst du den Weg zum Lehrer finden und ihm einfach um Hilfe bitten. Das, was Claudia hier passiert ist, ist auch vielen anderen passiert, was ich an Zuschriften gekriegt habe. Und man ist als Mobbing-Opfer nicht alleine. Und oftmals hilft es auch, sich andere Leute zu suchen, die Ähnliches erlebt haben, um dann gemeinsam zu sagen, ey, es reicht jetzt. Wir sind nicht schuld daran, dass uns das passiert und deswegen darf uns sowas nicht passieren und deswegen gehen wir dagegen vor. Der Instagram-Userin Little M ist etwas ganz, ganz Furchtbares passiert. Sie wurde damals in der Schultoilette eingesperrt, damit sie nicht aufs Klassenfoto kommt. Das ist auch aus meiner Sicht eine Art Mobbing und vor allen Dingen ein Eingriff in deine Persönlichkeitsrechte. Es ist eine Freiheitsberaubung und das geht gar nicht. Sie schreibt, dass es den Leuten damals auch gelungen ist, sie daran zu hindern, auf dem Klassenfoto aufzutauchen. Und ich meine, wenn dir da draußen etwas Ähnliches passiert, dass du systematisch in deinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird, wenn Leute Dinge tun, die gegen das Gesetz verstoßen, dann musst du dieses melden. Du musst dich einfach zur Wehr setzen. Ich meine, ja klar, die Situation ist dann passiert und du kannst dagegen nichts mehr tun, dass du auf diesem Foto nicht drauf warst, als sinnbildliches Beispiel. Aber du kannst dafür sorgen, dass diesen Menschen, die das gemacht haben, zukünftig solche Dinge nicht mehr gelingen. So ein Klassenfoto, ich persönlich kenne das, mich hat das früher auch immer total gestört und ich habe es auch total gehasst, auf Klassenfotos drauf zu sein, weil ich immer scheiße aussah. Aber dennoch möchte ich doch selber entscheiden, ob ich auf ein Klassenfoto rauf möchte oder nicht. Und in diesem Fall wurde dir die Entscheidung abgenommen und auf eine so gemeine und unfaire Art und Weise. Der Jan hat mir geschrieben, dass er früher in der Schule gemobbt wurde, weil er etwas dicker war als andere. Jan, ich habe es ja am Anfang des Videos schon gesagt, dass auch ich jemand war, der in der Schule sehr, sehr dick war, also übergewichtig. Und auch ich habe mich immer geschämt von meinem Körper, beziehungsweise allein im Sportunterricht als weg zu müssen, Ball zu spielen. Das waren immer Dinge, die sich für mich immer sehr, sehr unangenehm angefühlt haben. Und ich habe dadurch auch wirklich angefangen, mir Strategien zu überlegen, wie kann ich dem Sportunterricht fernbleiben. Aus diesem Grund habe ich mir tatsächlich Sachen überlegt, wie ich zum Beispiel eine Krankheit vortäuschen konnte, um nicht am Sportunterricht teilzunehmen. Und gerade Menschen, die etwas dicker sind, die in der Schule deswegen gehänselt werden, haben es einfach schwer, weil der tagtägliche Wille, sich davon zu überzeugen, zur Schule zu gehen und zu hoffen, dass man nicht wieder gemobbt wird, ist einfach ein Wille, der irgendwann einen so traurig macht. Ich kann jedem nur da draußen sagen, der es mitbekommt, dass andere Leute aufgrund ihrer Körperfülle gemobbt werden, wirklich sich auf die Seite der etwas kräftigen jungen Menschen zu stellen und zu sagen, halt, stopp, das funktioniert nicht. Du kannst doch diesen Menschen, nur weil er etwas mehr auf den Rippen hat, nicht schlechter behandeln. Jeder Mensch ist gleichwertig und so muss es auch an einer Schule sein. Und nur wenn man etwas dicker ist, ist man kein schlechter Mensch. Dass man etwas dicker ist, hat seine Gründe und die sind auch völlig uninteressant. Es ist halt einfach, wie es ist. Und ich bin ganz klar der Meinung, dass wenn du mitbekommst, dass jemand aus deiner Klasse gehänselt wird, nur weil er Übergewicht hat, musst du ihn verteidigen. Auch wenn du selber sportlich bist, wenn du trainiert bist, keine Ahnung was. Gerade dann solltest du diesen Menschen beiseite stellen und sagen, ey, lass meinen Kumpel in Ruhe, das geht gar nicht. Oftmals zeigt man sehr viel mehr Stärke, wenn man sich einer kleineren Gruppe anschließt als einer größeren Gruppe. Denn dadurch hast du deine eigene Meinung vertreten und gesagt, das geht nicht. Das ist eine Form von Charakterstärke und aus meiner Sicht ist es genau der richtige Weg, um mit Problemen anderer umzugehen. Ihnen beizustehen und ihnen zu helfen. Die nächste Geschichte hat mir eine jüngere Zuschauerin geschickt, die nicht möchte, dass ich ihren Namen nenne, das respektiere ich natürlich. Sie hat mir erzählt, dass sie große Probleme mit ihren Mitschülerinnen hat. Es geht quasi um eine Pausenhofgestaltung, wo es mehrere Gruppen gibt und sie hat in jeder Gruppe ihre Freundinnen. Doch es fällt ihr halt schwer, auf dem Pausenhof eine gewisse Partei zu ergreifen, da sie immer von den Gruppen hin und her switcht und dafür dann immer von den anderen Mädchen so ein bisschen schief angelächelt wird. Bis hin sogar, dass sie ausgegrenzt wird. Was soll ich dir dazu sagen? Sind das denn wirklich richtige Freundinnen, wenn sie dich denn ausgrenzen, nur weil du deine Hofpause mit anderen Leuten verbracht hast? Also ich sag dir das ganz ehrlich, eigentlich sehe ich das anders. Für mich wären das keine richtigen Freundinnen, wenn sie dafür kein Verständnis haben, dass du auch mit anderen befreundet sein möchtest. Und du hast jetzt mehrere Möglichkeiten. Du kannst dich jetzt für einen Freundeskreis entscheiden und alle anderen Freunde ausklammern. Doch ist das der richtige Weg? Ich persönlich bin der Meinung, du solltest deinen eigenen Freundeskreis kreieren. Du solltest deinen eigenen Schulhofpunkt kreieren, auf dem du dich aufhältst und abwartest, wer zu dir kommt. Und die Leute, die zu dir kommen, sind auch wirklich deine wahren Freunde, die Interesse an dir haben und nicht an irgendwelchen anderen Dingen. Ich bin der Meinung, dass Freundschaften niemals an Bedingungen geknüpft werden dürfen und
Das ist in deinem Fall leider so. Auch ich war früher jemand, der auf dem Pausenhof sein eigenes Ding gemacht hat. Und meine Kumpels waren bei mir, meine Freundinnen waren bei mir. Und ich habe mich halt einfach zu denen gezogen und habe da mich wohlgefühlt. Leute, mein Video ist jetzt fast vorbei und ich hoffe, dass ich das ein oder andere Problem von euch besprechen konnte. Mein nächstes Thema wird Misstrauen sein. Und da bin ich wirklich mal gespannt, was ihr mir für Geschichten schreibt. Ich glaube gerade, dass Misstrauen sehr, sehr viel auch kaputt machen kann. Und da bin ich wirklich mal auf eure Geschichte gespannt. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein und tschüss.